genau. Yuriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesem winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz-Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Herr Shimura und euer Vater haben so gelacht. Ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich suche die Blumen, die wir brauchen. Ruh dich aus, Yuriko. Ich hole sie für dich. Esst nicht die Samen. Sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Oh, ich weiß. Wisst ihr noch, wie wir für eure Mutter Blumen sammelten? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Bringt sie zu mir, junger Meister. Deine Pflanzen. Gut. Wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Er wird wissen, was er Sadamone und den anderen angetan hat. Ich will nur seinen Kopf. Die zugehörige Bezahlung. Wie weit noch? Es ist hier irgendwo. Bitte! Seid ihr verletzt, junger Meister? Keine Sorge, sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch.
gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind. Und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denk nach. Es klingt sehr nützlich. Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Ah, eine Blume. Nein, die nicht. Junger Meister, möchtet ihr etwas essen? Nein, danke, Yoriko. Ich brauche nur das Gift. Du wolltest dich an die Zutaten erinnern. Es waren Blumen. Ihr erinnert euch noch, oder? Ich habe sie auf eurem Familienfriedhof gepflanzt. Ich musste die Gräber abwaschen. Vater hat mich einmal voll Wasser vom See anschleppen lassen. Er wusste, es würde euch stark machen und euch Respekt vor euren Vorfahren lehren. Erinnert ihr euch nicht an die Blumen, Jin? Spinnlilien. So ist es. Hierher! Hm? Aus genug Spinnenlilien lässt sich ein Gift brauen, von dem Ratten durchdrehen und einander zerfleischen. Ganz furchtbar. Der Zweck heiligt die Mittel. Mach es stark genug für die Menschen. Ach, wenn ihr es für nötig haltet. Ich weiß genau, wo wir alles Nötige finden. Hier lang. Dieser Teil des Waldes. Hier bin ich als Kind gewesen. Nach dem Tod eurer Mutter. Ich wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Also rannte ich weg und kam hierher. Eure Mutter ging hier gern lange spazieren. Ich suchte bis zum Abend. Ich rief immer wieder nach ihr. Doch sie war fort. Ich verirrte mich. Ihr wart 3 Tage lang verschwunden, dem Tode nah, als euch euer Vater endlich fand. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen. Wütend auf sich selbst, da er euch nicht beschützt hatte. Ich habe euren Vater vor zahllosen Schlachten gesehen, doch nie war er besorgter als in den schlaflosen Nächten, in denen er nach seinem einzigen Sohn suchte. Nicht mehr weit bis zum Friedhof. Was euer Vater wohl von dem Geist halten würde? Er wäre enttäuscht, wie mein Onkel. Seid nicht so sicher. Sie stritten oft. Kazumasa fand euren Onkel zu unflexibel. Er verschloss sich vor Alternativen. Kazumasa hatte Fantasie. Fantasie? Mein Vater? Ihr ähnelt ihm mehr, als euch bewusst ist. Stellt euch! Sugar Ducks of Bagimu, Tinnege! Bleib hier. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das Gift ist nur für jetzt. Wenn die Mongolen fort sind, brauche ich keins mehr. Oh!
Ямар ч улмаар алах. Тийм ээ. Энд юуч байх вэ сүн шүү? Тэнд байна. Тэр хааныг л хаан. Habt ihr sie vertrieben? Ja, wir können ungestört Spinnenlilien suchen. Warum sollten wir hier suchen? Hast du sie hier nicht einst gepflanzt? Oh, nein, nicht hier. Es ist schon lange her. Sie sind auf einem anderen Friedhof, beim Familienzweig eurer Großtante. Es ist nicht weit. Yuriko, weißt du noch, ich war 5 oder 6. Ich hatte einen Albtraum von diesem Wald. Ein Kampf. Das war kein Albtraum. Das habe ich nur gesagt, um euch zu beruhigen. Das war real? Da haben Männer geschrien. Unser Gefolge kehrte spät abends nach Hause zurück. Wir wurden von Ronin überfallen. Die Ronin waren wohl gefährlich. Die Samurai meines Vaters hatten Angst. Nicht vor den Ronin. Vor Kazumasa. Vor meinem Vater? Warum? Er und seine Samurai vertrieben die Ronin. Aber Kazumasa verfolgte sie zu Fuß. Man hörte ihre Schreie. Kurz vor Sonnenaufgang kehrte er zu uns zurück. Von oben bis unten voller Blut. Einige seiner Männer hielten ihn für einen Dämonen des Waldes. Erinnert ihr euch an diesen See? Wir haben hier oft meditiert. Wie ihr gezappelt habt. Ich sollte so tun, als wäre ich ein Stein. Dabei wollte ich nur schwimmen. Vom Ufer aus ist die Aussicht viel schöner. Kommt her, junger Meister. Meine Knochen brauchen eine Pause. Dieses Mal müsst ihr mich vom Zappeln abhalten. Einige meiner schönsten Erinnerungen haben ihren Ursprung an diesem See. An ein herumzappelndes Kind? Eure Mutter und ich kamen hierher, als sie mit euch schwanger war. Wir sollten wieder weiter. Auch als erwachsener Mann schafft ihr es kaum, still zu sitzen. Wir können bald meditieren. Nach dem Krieg. Ja, junger Meister.
Der Friedhof ist nicht weit. Ohne volle Wassereimer erscheint er viel näher. Sie mögen Stein zerstören, doch das Andenken an diese Krieger löschen sie nicht aus. Bitte sammelt die Spinnenlilien. Ich kann nicht hinsehen. Meine Tante Matsu würde bei diesem Anblick Tränen vergießen. Die meisten dieser Krieger fielen in der Yarikawa-Rebellion. Sie haben Besseres verdient. Das sind alle, die ich finden konnte. Sie reichen aus für das Gift. Doch unser Ausflug soll noch nicht enden. Der Shimura-Friedhof ist nicht weit. Mit Aussicht auf den Wasserfall. Reiten wir, mein Herr. Hier. Ach, Kasumasa. Ich genieße unsere gemeinsamen Ausritte. Sagtest du Kasumasa? Wirklich? Ihr reitet mit der Anmut eures Vaters. Bist du oft mit meinem Vater ausgeritten? Fürst Sakai hat mich das Reiten gelehrt. Vorsicht, Mongolen voraus. Wartet, ich mische euch das neue Gift. Wie wirkt das Gift? Es ist schrecklich. Ruft Wahnsinn hervor. Sie werden wie Bestien aufeinander losgehen. Gut, dann los. Schnell. Das Gift ist fertig. Nehmt es. Ich bleibe hier.
Wir wären diese Banditen losgeworden. Keine Banditen, Mongolen. Oh, von hier aus konnte ich sie nicht sehen. Nach all dem sorge ich mich um den Shimura-Friedhof, mein Herr. Kommt ihr mit mir nachsehen? Natürlich, Yuriko. Sehen wir nach. Bist du müde, Yuriko? Nein, Fürst Sakai. Das ist der beste Tag seit unserem Nachmittag am Omi-See. Daran erinnere ich mich nicht. War ich mit dir dort? Es ist so lange her. Ihr habt es sicher vergessen. Der Krieg hat diesen Ort verschont. Wisst ihr noch, junger Meister? Wir haben den Shimura-Kriegern hier unseren Respekt erwiesen und dann den ganzen Nachmittag Gedichte geschrieben. Ich erinnere mich, Yuriko. Schreiben wir jetzt eins. Stein folgt dem Wasserlauf. Leben fließt zum Tod. Weise Worte, mein Herr. Die Stolzen sind nicht von Dauer. Die größten von uns werden am Ende fallen. Wir sollten zurück nach Omi. Ich bleibe noch etwas. Ich werde nicht widersprechen. Gut. Ihr habt heute etwas gelernt. Kazumasa meinte immer, Fürst Shimura wäre zu sehr um diese Burg besorgt. Die stärkste Position auf der Insel. Für ihn bedeutete Stärke immer das Große, das Unumstößliche. Wie ein Berg.
Das war nicht dumm. Zweifel und Unentschlossenheit haben ganze Armeen zerstört. Inmitten der Schlacht bleiben gute Anführer stets geerdet und standhaft. Betrachtet diesen Wasserfall. All diese massiven Felsen beugen sich dem Wasser. Die Stärke, die nötig ist, ist überall um uns. Ich möchte noch einen weiteren Ort besuchen, mein Herr. Wenn ihr bereit seid... Fürst Sakai!